das fand ich in der ersten Halbzeit das sehr gut gemacht, was wir schon angesprochen haben, dass die äußeren Mittelfeldspieler nach innen gegangen sind. Sie waren viel in Bewegung. Wir haben dagegen gehalten. Natürlich geht ein bisschen glücklich in Führung. Die haben zweite Chance in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir taktisch sehr gut gespielt, haben eigentlich bis auf diesen Weitschuss und einen halben noch kaum was zugelassen. Spielerisch war das wieder besser. Was wir besser machen müssen, ist natürlich die Konter ausspielen. Da hätten wir 2, 3 Tore machen müssen. Aber ich glaube, Spiele vom VfL, da braucht man ein paar graue Haare momentan. Aber ich glaube, wir sind alle froh. Wir haben hart gearbeitet. Es hat uns gewurmt, die Fans auch, dass wir so eine lange Durchstrecke haben. Und jetzt, glaube ich, sind wir alle glücklich drüber. Ja, wir wollten hier unbedingt gewinnen. Wir wollten den Punkt, den wir uns gegen Kaiserslautern erkämpft hatten, hier zu einem gewonnenen Punkt machen. Und das ist uns mit dem Sieg hier geglückt. Wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge zu Null gespielt, was wieder ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Für das nächste Spiel jetzt gegen Köln zu Hause, was eine sehr, sehr harte Aufgabe wird. Wir haben die erste Halbzeit nicht so gut gespielt, da war Cottbus ein bisschen Feld überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen und können vielleicht durch den einen oder anderen Konter, den wir relativ schlecht ausspielen, dann noch erhöhen. Aber ich bin froh darüber, dass wir 1-0 gewonnen haben. Letzte Woche das Unentschieden, wenn man heute nur unentschieden spielt oder verliert, dann war das überhaupt nichts wert. Wir wollten einen großen Schritt machen. Der ist uns, denke ich, heute hier gelungen mit einem 1-0-Sieg, das vielleicht nicht schön war, aber die Leidenschaft, die wir gezeigt haben und mit ein bisschen mehr Cleverness und machen wir das zweite, dritte Tor bei unseren Konterchancen, dann sieht das Ergebnis auch anders aus. Ne? So war es bis zum Schluss knapp. Ja, letztendlich sind es 3 Punkte und von daher tut uns das auch gut. Ich meine, wir haben Spiele gehabt, wo wir halt auch sehr gut gespielt haben und nicht belohnt wurden. Jetzt war es halt ein Kampfspiel, von spielerischen her nicht so gut, aber dafür haben wir alles gegeben und gekämpft. Und ich bin immer ein Typ, der sagt, der Kämpfer wird auch immer mal belohnt und das wurden wir heute. Ja, es war sicher ein Befreiungsschlag, aber trotzdem, die Tabelle ist immer noch sehr, sehr eng. Heute tut das mal gut, jetzt den Relegationsplatz zu verlassen und ich denke mal, übers Wochenende sowieso kann man ja nicht mehr auf den Platz fallen und es müssen einfach Schritt für Schritt gehen. Köln wird natürlich ein brutal schweres Spiel, aber wir sind jetzt im Aufwärtstrend, wir wollen weiter an unsere Ordnung fallen, die immer besser wird und das Spielerische kommt natürlich mit solchen Erfolgserlebnissen von Mal zu Mal mehr. Mir ist grundsätzlich egal, wie wir spielen. Hauptsache, wir sind wieder erfolgreicher als in den letzten Wochen. Da ist mir die ganze schöne Spielerei völlig, völlig gleich, muss ich sagen. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen weiter. Eine schwer bespielbare Mannschaft sein und dann werden wir unsere Punkte holen in der Liga. Ich glaube, nächste Woche wird ein super Spiel, auch von der Stimmung ist bestimmt voll, nehme ich mal an, war relativ voll und da wollen wir den Fans natürlich was zurückgeben. Sie gehen, fahren so weit hin und da müssen wir jetzt einfach auch im Heimspiel Gas geben und dann gucken wir einfach, was rauskommt.